So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS22. Ja, inzwischen haben wir es schon Oktober. Wir haben jetzt gerade hier auch noch ein paar Felder abgeerntet. Dazu gehörte eben Mais und auch Sonnenblumen. Für Sonnenblumenkerne, sage ich mal, bekommt man in der Regel sehr viel Geld. Deswegen haben wir jetzt auch 110.000 Euro und wir haben die ganzen Schulden von der Bank abgearbeitet. Ich habe außerdem das Fahrzeug hier, also den Traktor, aber auch den Anhänger und den Lüfter, sage ich mal, komplett repariert und neu lackiert. Das gehört auch dazu. Jetzt fahren wir zurück zum Hof und dann möchte ich die Fahrzeuge eben noch kurz sauber machen und wir werden uns dann die Molkerei kaufen, über die wir neulich schon gesprochen haben, und werden da auch schon heute Milch hinbringen und mit der Produktion anfangen. Dann werden wir in absehbarer Zeit auch sehen, wie viel Geld uns das wirklich einbringt. Weil das finde ich immer ganz spannend, sage ich mal. Weil es ja letztendlich irgendwie doch eine interessante Sache ist, wie viel Geld man damit dann letztendlich auch machen kann. Und dann werden wir auch das eine Feld kaufen, was in der Nähe von der Brücke ist, auf der anderen Seite, wo wir dann letztendlich auch unsere Biogasanlage bauen werden, die wir, sage ich mal, dann wirklich von Grund auf ja, neu dann auch alles betreiben werden und unsere Gülle und unseren Mist dorthin bringen werden. Und dann gucken wir mal, ob wir in Kürze einer der reichsten Landwirte hier in diesem Spiel, sage ich mal, werden. Ich gehe stark davon aus. Oh, hier ist aber noch falsch. Das ist noch nicht die richtige. Oh, ich hätte hier rein müssen. Ich glaube, die nächste geht auch noch. Geht die nächste? Ja, hier geht auch noch ein Weg rein. Okay. Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr. Ja, das ist richtig. So, hier das Feld haben wir vorhin nämlich auch abgeerntet. Und wie gesagt, die Ernte dann direkt weggebracht. Ja, und hier sind wir dann wieder bei unserem wunderschönen Hof. Genau. Ich würde sagen, dass wir hier irgendwo an der Seite auch noch mal da bauen. Ich glaube, im Baummenü müssen wir das machen, oder? Ja, doch. Bauen und dann auf Tools, glaube ich. Hier, so ein Kärchergerät. Stellen wir uns da einfach mal wohin, wo es passt. Ja, gut, da ist die Mitte. Muss man die anderen Fahrzeuge vielleicht mal. Stelle ich den ungefähr so hier hin. Ich hoffe jetzt nicht, dass sich der Boden dadurch verändern wird, aber ich gehe stark davon aus. Irgendwie so. Ach, doch nicht. Ja, ganz cool. Ja, und jetzt können wir das auch eben alles sauber machen. Ja, wir sehen jetzt nicht, wann das Fahrzeug komplett sauber ist. Auf dem PC ist es so, dass es da so einen Mod gibt, der dir das dann anzeigt. Also so ein hat, sage ich mal, wie viel Prozent gereinigt das Fahrzeug ist. Aber man sieht es ja jetzt auch schon so, wenn kein Dreck mehr dran ist, dann ist das Ding auf jeden Fall clean. So, hier müssen wir zwei Sachen auf jeden Fall sauber machen. Das ist einmal der Container selbst und natürlich den Lüfter, sage ich mal, den Auflieger. Das dürfte genügen. Und hier unten. Ja, hier zeigte mir dann an, wie weit ich dann natürlich auch laufen darf, ne? Weil
Wie gesagt, der Schlauch ist dann auch nicht unendlich lang. Aber ich glaube, dass es ja komplett sauber ist. So, dann stellen wir den weg und gehen direkt an den Milchwagen. Was mir übrigens aufgefallen ist, wenn ich den Anhänger hier wegstelle, am nächsten Morgen steht er hier schief drin. Ich glaube, wenn wir den abstellen, dann wandert der ein bisschen. So, das ist so eine Krankheit beim LS, weil das gibt es auch bei ganz vielen anderen Fahrzeugen. Auf dem PC ist mir das schon oft aufgefallen, sage ich mal. So, dann, achso, ja, hier einmal abstellen. Kann man ja jetzt auch gucken, wenn man genau hinguckt. Aber so steht er eigentlich als feste. Oder? Ja, eigentlich wohl. Ja, weiß ich nicht. Ich denke, das Problem werde ich nicht hinbekommen. Aber ich finde es jetzt auch nicht so gravierend. Wir können mal eben gucken, wie viel Milch wir hier drin haben. So, dann auf Aufladen. Ja, 3135 Liter. Okay, das ist jetzt nicht viel. Aber trotzdem kann man daraus schon was machen. Was ich übrigens auch gemacht habe, ist hier noch Leuchten angebracht. Dann haben wir hier so ein bisschen Gras noch hingebaut. Ja. Also wenn es dunkler wird, dann sieht es auch nochmal ganz cool aus. So. Ja, und das hier, okay, mein Gott, dann ist es hier ein bisschen offen. Ich finde es jetzt persönlich nicht so schlimm. Man kann hier noch einen Baum vorpflanzen, klar. Könnten wir eigentlich noch machen, nochmal so eine kleine... So. Problem ist nur, dass man natürlich ein bisschen gucken muss, dass es jetzt hier nicht so reinragt in die Halle, weil das fände ich dann nicht so cool. So. Also sieht es, glaube ich, schon ganz gut aus. Vielleicht noch ein kleinen hier. So. Ja, gut. So, dann fahren wir da jetzt mal hin. Ich habe übrigens bei der Map einiges ausprobiert und es gibt einige Objekte, die von dem Modder einfach so, sage ich mal, auch gebaut worden sind, dass sie eben, sage ich mal, bei einer Kollision trotzdem stehen bleiben und man da durchfahren kann. Das betrifft auch bestimmte Strommasten, die auf Feldern eben dann zu sehen sind. Und ja, also das hat natürlich jetzt Vor- und Nachteile so ein bisschen. Ich finde es persönlich eigentlich besser, aber es ist natürlich demnach jetzt nicht realistischer oder so, ne? Also wenn man so durch so einen Mast durchfahren kann oder hier einfach durch diese Zäune, dann fühlt sich das natürlich dann nicht so realistisch an. Aber in dem Fall ist mir das persönlich jetzt nicht so wichtig. So, hier haben wir die Molkerei, die, wie ich finde, sehr cool eben aussieht mit der Milchtüte da oben drauf. Und die kaufen wir jetzt und sind dabei 70.000 Euro los. Haben jetzt nur noch 36.000 Euro. Aber jetzt können wir natürlich hier ins Menü gehen und haben hier dann schon, sage ich mal, diese Produktionssachen. So, bei Butter ist es so, wir brauchen halt Milch und bei Käse auch. Bei Schokolade brauchen wir zusätzlich Zucker. Das werden wir uns auch nochmal angucken, aber eventuell nicht auf dieser Map, sondern vielleicht sogar auf einer anderen Map.
Das weiß ich jetzt noch nicht, weil ich glaube, für den Abbau, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, braucht man ja Dinge, wo ich mir denke, also Geräte, aber auch, also wir können jetzt mal gucken, eben bei der Produktion, wenn wir auf Bauen gehen, was dafür benötigt wird. So, also hier haben wir natürlich die Biogasanlagen, alles. Ah, hier. Ja, das ist es nämlich eben. Zuckerfabrik, dafür brauchen wir mehrere Güter eben. Ich glaube, das ist Zuckerrohr. Das sind diese Zuckerrüben. Und das andere, was ist das denn nochmal? Ist auch irgendwie. Kann ja eben hier. Ja, Zuckerrübenschnitzel und Zuckerrohr, so. Und ja, das sind halt schon mal drei Sachen für Zucker. Das ist natürlich jetzt auch nicht so wenig, aber gut. Wir bleiben jetzt erstmal hier bei der Milch und bei dem Käse und bei der Butter. Das laden wir jetzt ab. Jetzt können wir im Menü noch mal gucken. So, einmal hier, dann sehen wir, die Produktion ist jetzt aktiv. Das ist hier blau. Wir haben diese Güter, die werden aber jetzt in dem ersten Monat sehr schnell weg sein, weil 3132 Liter ist jetzt nicht so viel. Aber das stellen wir jetzt hier direkt auf direkt verkaufen und das auch auf direkt verkaufen, falls wir das irgendwann mal machen sollten, damit wir es nicht vergessen. Und jetzt fahren wir nach Hause, gucken noch mal kurz im Stall, ob alle Kühe, sage ich mal, genügend Futter haben. Und dann gehen wir ins Haus, gehen schlafen und am nächsten Morgen sehen wir, dass die Produktion und der Verkauf von Butter und Käse Geld abgeworfen hat. So, und wenn wir dann jeden Tag da Milch hinbringen, ist die Produktion permanent am Laufen. Deswegen war es halt auch gut, dass wir jetzt, sage ich mal, im Vorfeld schon mal, ja, Kühe gekauft haben, die halt 12 Monate schon alt sind, sonst würden wir eben, wie gesagt, keine Milch bekommen und müssten jetzt insgesamt ganze 12 Monate halt warten, bis wir Milch bekommen. Und das hätte ich jetzt nicht so gut gefunden, deswegen geht jetzt direkt die Produktion, sage ich mal, los. Ja, den können wir eigentlich gleich hier so stehen lassen. Dann bleibt der hier so draußen. Und jetzt gucken wir hier nochmal. Ja, die haben alle noch genügend. Also die Gesundheit bei den Kühen ist im Moment noch nicht ganz bei 100%. Sobald die aber bei 100% ist, werden die noch viel mehr Milch abliefern. Und ich gehe stark davon aus, wenn wir jetzt schlafen gehen, dann ist ja so gesehen wieder ein Monat rum. Dann kommt der November. Im November können wir übrigens kein Gras mehr anpflanzen. Ich glaube, muss ich hier nochmal gucken. Für Gras. Ja, hier unten. Doch, im November können wir immer noch Saatzeitpunkt. Da steht es bei November ist noch der grüne Strich. Und Dezember, Januar, Februar geht das nicht mehr. Dann erst im März wieder. Und ja,
Das sollte man auf jeden Fall wissen, weil nicht, dass man jetzt nach ein paar Monaten auf einmal hier kein Gras mehr hat. Wir haben ja das erste Mal hier Gras gekauft. Das ist ja jetzt alles in dem Mischwagen drin. Wir haben aber den Stall auch mit Futter bis oben hin voll. Also das reicht auch noch ein bisschen, ja. Also das ist jetzt nicht so, dass es gleich weg ist. Aber es könnte sein, dass wir nochmal eine Palette mit Gras kaufen müssen, weil das so ein bisschen knapp wird, weil für das Ernten, sag ich mal, bis das Gras richtig ausgewachsen ist, vergehen auch noch mal so 2 bis 3 Monate. Ja, also ich gehe stark davon aus, dass wir davon noch mal was kaufen müssen. So, jetzt gehen wir aber erstmal ins Bett, schlafen eine Runde. Schlafen hier bis 9 Uhr, dann ist auch schon wieder ein bisschen heller. Ja. Tata, wir haben 43.000. Das ist jetzt zwar nicht viel, aber wir haben was verkauft. Und jetzt können wir hier schon mal gucken. So, wir haben aber jetzt auch schon wieder 4230 Liter Milch und es ist noch Anfang des Tages. So, das heißt, dass wir das auch direkt wieder hinbringen können. Und da in diesem Monat jetzt eh nicht so viel los ist, können wir eigentlich gleich wieder schlafen gehen, beziehungsweise ins Haus einfach. Und dann wieder warten, bis ein Monat vergeht. Und wieder, weil die spannenden Monate kommen, sag ich mal, erst dann ab März, April, weil wir dann mit dem Saatgut anfangen müssen. Wir müssen dann Felder bestellen. Wir müssen dann auch anfangen, Felder zu kaufen. Aber jetzt, die Wintermonate, kann man gut Geld machen. Wir können übrigens auch in diesem Spiel auf erneuerbare Energien setzen. Das heißt, wir können Windkrafträder bauen. Wir können Solarfelder oder so Solaranlagen bauen, die wir uns wohin stellen können. Damit lässt sich auch gut Geld machen. Ist aber, wie ich finde, ab einer bestimmten Größe dann irgendwann nicht mehr so realistisch. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, mir 20 Windkrafträder hinbaue und jeden Monat so 3 Millionen bekomme, dann fragt man sich natürlich auch, warum spiele ich das Spiel überhaupt noch? Weil du dir, sag ich mal, in kürzester Zeit einfach alles kaufen kannst, dann hast du alles und dann ist irgendwie so der Spielspaß so ein bisschen weg. Und der ist natürlich auf den Konsolen so gesehen noch ein bisschen schneller weg, weil die Konsolengeneration, sage ich mal, nicht so viel von unterschiedlichen Mods profitiert, wie es halt die Leute auf dem PC tun. Also das ist, wie ich finde, der größte Kritikpunkt auch, sage ich mal, weil die ganzen Script-Mods und allgemein auch Karten oder Fahrzeuge, das ist, sag ich mal, auf dem PC einfach ausgereifter und da gibt es viel, viel mehr Möglichkeiten und viel mehr Mods einfach, die man auch installieren kann. Auch Script-Mods, die auch das Spiel, sag ich mal, nochmal ein bisschen realistischer machen, die gibt es halt einfach hier nicht. Deswegen geht halt der Spielspaß hier, sag ich mal, schneller weg, aber jetzt mit so einem Hof, wie wir es jetzt hier gebaut haben, ist es halt schon eine feine Sache so. Und wir haben ja auch noch gar nicht angefangen, alle Fahrzeuge zu bestellen. Also das kommt ja auch noch, das darf man auch nicht vergessen. Wir werden ja auch noch weitere Fahrzeuge kaufen und hier reinstellen. Es wird auch so sein, dass wir hier gar nicht alle Fahrzeuge unterstellen können.
Wir sollten allerdings die wichtigsten Fahrzeuge hier drunter stellen, ja. Also hier wird auf jeden Fall ein Güllefass noch reinkommen. Hier muss auch noch, ja, Mähwerkzeug muss hier auch noch drunter gestellt werden. Wir brauchen eine Ballenpresse, wir brauchen eventuell noch einen Ladewagen, je nachdem, wie wir, sag ich mal, das Futter in den Stall bringen wollen. Weil den Futtermischer hier, den brauchen wir tatsächlich eigentlich nur, oh ja, jetzt geht das Futter schon ganz schön schnell hier weg. Jetzt sieht man das schon. Also die Kühe haben schon richtig viel gegessen. Ja, also... ja, 5% sind jetzt noch drin. Das kann ich euch so sagen. Wir werden auf jeden Fall nicht drum rumkommen, hier nochmal ein paar Ballen zu kaufen. Ja, so ist das auf jeden Fall. Was man auch berücksichtigen muss, wir müssen hier in den Einstellungen immer mal einen Blick drauf werfen. Da sieht man nämlich die Gesamtkapazität vom Futter auch. 200.000 Liter passen rein. Produktivität ist einfach auch die Gesundheit. Wie gesund die Kühe sind, ja, also bei 100% sind sie halt voll gesund und damit auch voll produktiv. Und je nachdem, wie alt die Kühe sind, werden die natürlich noch viel produktiver. So, bei den Kühen, die halt jetzt schon, ja, 14 Monate sind, die sind halt mega produktiv. Und die, die 2 Monate sind, ja, da kommt jetzt noch nicht viel, aber... wir haben die ja auch günstig eingekauft und können die später auch teuer verkaufen. So. Also das ist auch nochmal ein Pluspunkt. Dann sehen wir hier Milch. Das haben wir ja gerade im Wagen getan, in unserem Milchwagen. Deswegen wird da jetzt 0 stehen. Stroh steht dran, 23.000 Liter. Das wird dann oftmals orange oder sogar rot angezeigt, wenn es halt schon sehr knapp ist. Dann Gülle auch ganz wichtig, also das können wir, sage ich mal, zum Maximum immer volllaufen lassen. Und dann können wir es, sage ich mal, wenn wir ein Güllefass haben, auch hier in diesen Kanister reintun. Und von diesem Kanister können wir das später dann, da laufen wir mal eben hin. Zeige ich schon Kanister, das ist ja ein Gülle-Silo einfach. Das werden wir dann mit dem Mist, also bei dem Misthaufen, da fällt ja auch der Mist immer an. Oh, das sieht so schön aus. Richtig krass. Das werden wir dann hier hinbringen, weil ich habe gedacht, wenn wir jetzt hier runterfahren und dieses Feld kaufen, dieses hier, wo leider jetzt auch schon wieder Gerste drauf ist. Ich denke, das wird noch ein bisschen dauern, weil wir werden die Gerste dann, wenn wir das Feld kaufen, hier abernten. Ich weiß nicht, ob wir dann hier Gras nochmal draufbringen. Wäre am sinnigsten. Aber große Flächen werden hier tatsächlich auch komplett verschwinden, weil ich meine, ich kann es euch mal jetzt zeigen. Was wir für Riesenanlagen dahin bauen können. Weil das ist echt mega krass einfach. Das ist auf jeden Fall wir bauen, wenn überhaupt, dann schon die fettesten Biogasanlagen dahin. Und die bauen wir von Planet. So, das ist auf jeden Fall wichtig, und es ist auch wichtig, wenn wir das bauen, dass wir ja dass wir bei dieser Erweiterungsgeschichte auf jeden Fall auch Silage haben, weil Silage ist extrem wichtig. Ohne Silage läuft nämlich dieser Fermenter dann nicht.
Also das sind so Grundvoraussetzungen. Ich brauche auf jeden Fall drei Sachen. Am besten wäre es natürlich noch vier mit diesem Hackschnitzel oder was das ist. Aber wichtig ist auf jeden Fall Gülle, Mist und Silage. So, und das andere wäre auch noch gut, wenn es dazu kommt, dann ist die halt mega produktiv und wirft schon in einer Stunde, sage ich mal, so und so viel 10.000 Euros ab. Aber ihr könnt euch ausrechnen, was das im Monat bedeutet. Ich habe einen anderen Spielstand, wo ich diese Biogasanlage auch schon ein bisschen getestet habe. Und da ist es tatsächlich so, dass wenn wir die ja gut vollstopfen, wenn wir die wichtigsten Sachen dafür gebaut haben, dass die schon mal im Monat 400 bis 600.000 Euro einfach so abwerfen kann. Also das ist schon mega krass einfach. Aber das ist auch mega teuer, ne? Also wenn man sich das anguckt, das kostet 510.000 Euro. Und damit habe ich noch nichts. Die kann ich so noch gar nicht in Angriff nehmen. Dann brauche ich noch einen Bunker, ja? Am besten einen großen, wo sehr viel reinpasst. Dann brauche ich so ein Blockheizkraftwerk, ja. Also ohne dieses Blockheizkraftwerk wird die Energie, sage ich mal, von dem Fermenter nicht abgespeist und der kann dann nicht weitermachen. Und dann geht nämlich, was man auch zusätzlich bauen muss, eine diese Notgasfackel an. Und das bedeutet natürlich, dass die Umwelt dadurch gerade sehr, sehr stark verschmutzt wird. So. In einem anderen Spielstand habe ich nämlich aus dem Grund. Nee, ist das gar nicht. Doch. Das brauchen wir. Und, nee, da war doch irgendwo. Oder habe ich mich da jetzt vertan? Oh, ich glaube, hier sind auf der Karte die Preise irgendwie ein bisschen günstiger. Ja, auf jeden Fall, das ist halt krass, wie viel Geld das einfach kostet. Es ist auch krass, wie viel Platz wir dafür brauchen werden. Also allein dieses Ding hier, daran müssen ja noch mal mehrere Sachen angebaut werden. Das seht ihr nämlich hier, da sind so Rohre und die müssen in ein anderes Teil noch angesteckt werden sozusagen. Also den Fermenter hier ist ja der größte. Dann ja, Methanlager kann man zusätzlich bauen, um das auszulagern. Methanverkauf brauchen wir nicht unbedingt, weil Methan wollen wir ja nutzen, um, sage ich mal, Strom daraus zu machen, beziehungsweise das dann nochmal umzuwandeln. Also, ja, ihr werdet es auf jeden Fall sehen, das ist mega groß auf jeden Fall. Und das muss auch sehr gut durchdacht sein. Wegen Gülle und ja, Mists könnte man eigentlich auch erstmal starten ohne diese Erweiterungsgeschichte. Die Erweiterungsgeschichte ist halt nochmal, um richtig viel Geld zu machen. Aber wie gesagt, da brauchen wir auch immer sehr viel ja, Silage. Und wenn wir Silage benötigen, dann brauchen wir auch am besten ein großes Feld. Also ein richtig großes Feld, wo wir auch dann mit dem Häcksler das Mais abhäckseln können, das im Silo platt fahren können, die Plane drüber legen und nach ein, zwei Monaten dann die Silage haben. So.
Das kostet also auch Geld und deswegen ist es, glaube ich, wichtiger, dass wir nicht mit der Erweiterung anfangen, sondern erstmal mit der modularen BGA, sage ich mal. Das bedeutet, dass wir dann hier so einen großen Nachgärer bauen, dass wir dann einen flüssigen Fermenter bauen, dass wir dann diesen großen Fermenter 400 bauen. Wir brauchen dann auch wieder einen Bunker, wo wir die Sachen reinschmeißen können, möglichst viel reinschmeißen können. Und so weiter und so fort. Also das ist jede Menge. Und ja, bei den Größen, also ehrlich gesagt, ist das tatsächlich auch hier dann schon, das wird eine enge Geschichte. Und auch beim Bauen muss man ja so ein bisschen aufpassen, wegen den, also wegen dem Boden einfach, wegen den Unebenheiten, die entstehen können. Hier sieht es eigentlich ganz gut aus, finde ich. Aber da müssen wir natürlich ein bisschen gucken, weil hier geht es zum Beispiel schon ein bisschen rauf. Das sieht man so ein bisschen. Hier ist so ein bisschen Hügel. Ja, also vielleicht müssen wir das auch davor erst noch dann mit bearbeiten und alles hier dann glätten. Genau. Jetzt möchte ich mal eben gucken, wie viel kostet das Feld denn überhaupt. So, wo sind wir hier? 78.000, ja gut, das geht schon. Wird spannend auf jeden Fall. Aber weiter entfernt würde ich vom Hof, sage ich mal, diese BGA jetzt auch nicht machen. Ich finde diesen Platz hier einfach nicht schlecht, weil das auch so ein bisschen versteckt ist von allen anderen Sachen. Denn wie ihr schon gesehen habt, hier in der Umgebung gibt es mehrere BGAs von anderen Landwirten auch. Da hinten sieht man zum Beispiel schon eine. Natürlich könnten wir die auch kaufen, aber da ist immer das Problem. Und jetzt kommt auch wieder ein erneuter Kritikpunkt an den Konsolen. Also am LS22 auf den Konsolen. Auch hier ist es so, dass wir einige Gebäude einfach nicht abbauen können. So, und wenn ich jetzt, sag ich mal, irgendwie, ja, meine Biogasanlage noch größer bauen möchte und dann zum Beispiel bestimmte Sachen gar nicht abbauen kann, dann sehe ich natürlich da wenig Nutzen drin, mir so ein Teil hier zu kaufen. Zumal das, was ich dann, sag ich mal, dafür ausgebe und das dann vergleichen mit dem, was es kostet, wenn ich das selber baue und ich danach viel bessere Sachen habe, wo ich dann pro Monat so oder so das Geld wieder ganz schnell zurückhole. Dann rentiert sich das einfach nicht. Also das, so wie das hier gebaut ist, ist schon ziemlich geil, ne? Hier hat man große Silos, Fahrsilos, da kommt halt Häcksel gut rein. Hier hat man große Hallen einfach, also mega große Hallen. Ich weiß gar nicht, ob es diese Halle überhaupt zu kaufen gibt. Habe ich so noch nicht gesehen. Beziehungsweise zum Bauen im Baumenü selber. Die Frage ist natürlich nur, was sollen da eigentlich alles rein, weil dafür braucht man einen großen Radlader, um hier das alles platt zu fahren. Hier könnte man ein paar Zubringer, Güllezubringer, ein paar große Güllefässer reinstellen. Mit 3 oder 4 Achsen sogar. Okay, Anhänger, große Anhänger für Silage. Wäre auch gut, weil umso größer der Anhänger, desto weniger muss ich dann später auch fahren. Weil wir müssen definitiv auch hier bei den Konsolen mehr fahren,
ein erneuter Kritikpunkt, weil wir haben diesen Mod nicht mit Follow Me. Diesen Mod gibt es auf dem PC. Das heißt, ich kann den installieren und dann kann ich mit einer bestimmten Tastenkombination sagen, dass mir der Helfer folgen soll. So. Jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass man das beim Maishäcksel auch machen kann und dass man ja 10, 20, 30, 40 Helfer hintereinander in einer Kolonne fahren kann und die dir dann hinterherfahren. Und beispielsweise neben dem Häcksler fahren und ich somit extrem schnell, extrem viel und extrem wirtschaftlich wirtschaften kann. So. Und hier ist es so, ich fahre zum Feld, da habe ich schon den Häcksler hingestellt, dann stelle ich einen Helfer ein. Der fährt so lange, bis mein Anhänger voll ist. Wenn er voll ist, dann bleibt er stehen. Ich muss den Anhänger erst ausladen. Ich kann keinen Helfer dahin schicken, der dann weiterfährt, weil das checkt der einfach nicht. Ich muss das alles selber machen. So, natürlich kann man jetzt sagen, okay, das Spiel, das kann man, sag ich mal, ja auch dann mit Freunden machen, die dir dann helfen. Ich habe durchaus ein paar Optionen da, wobei ich da auch über YouTube so ein paar Leute kenne, die eher mehr auf der PlayStation dann unterwegs sind. Und nicht auf der Xbox. Und da weiß ich, wie gesagt, jetzt auch nicht, ob das funktioniert, dass ich mit PlayStation-Spielern zusammenspiele. Müsste ich mich nochmal schlau machen, weil es gibt ja auch Mods, die plattformübergreifend sind. Also von dem her, ich glaube schon, dass das geht. Müsste man mal ausprobieren auf jeden Fall. Ist aber trotzdem, sage ich mal, jetzt nicht so hilfreich, wenn man das Spiel, sage ich mal, selber so ein bisschen erstmal aufbauen möchte und allein spielen möchte. Zumal ich jetzt hier, wenn Leute, sage ich mal, online gekommen sind und beigetreten sind, das jetzt auch nicht so ganz oh cool, kann man aus- und anschalten, so ganz cool und gelungen fand, weil die dann teilweise ins Spiel gekommen sind und dir alles kaputt gemacht haben. Also die haben dann auf einmal angefangen, Sachen zu verkaufen oder Sachen ins Meer zu fahren, in den Fluss zu fahren, wo man dann die Fahrzeuge nicht mehr zurücksetzen konnte. Oder haben angefangen, Gebäude abzureißen, all so ein Quatsch. Und darauf habe ich einfach gar keine Lust zu. Also es geht tatsächlich halt nur mit Leuten, die wirklich Bock auf dieses Spiel haben. Und ja, die anderen, die kann man halt da in der Hinsicht jetzt nicht so ernst nehmen. Aber gut, so ist es ja immer so, was gibt's halt. Und das ist jetzt auch nichts Neues. So, wir gehen jetzt direkt nochmal eine Runde pennen. Die Kühe sind auf jeden Fall versorgt. Ich glaube, es könnte sein, dass jetzt auch dann schon Schnee kommt. Sieht auch sehr interessant aus bei dem Spiel. Ja. Da hat es auf jeden Fall geschneit. Oh ja. Ist das Schnee? Ja, ist Schnee. Okay, es schneit. Wie verrückt. Krass. So, gucken, ob hier alles cool ist. Nahrung haben wir noch genügend, aber die fressen jetzt echt schnell. Gülle haben wir jetzt auch schon richtig viel. 23.000. Ja, und Milch haben wir jetzt immer mehr, ne? Und das, was wir jetzt täglich bekommen, auch von der Molkerei, ist halt jetzt schon ein bisschen mehr. Beziehungsweise wir bekommen es ja nicht. Die Molkerei gehört uns. Aber wir verkaufen ja direkt, sag ich mal, Butter und Käse. Und deswegen machen wir jetzt immer mehr Geld. Und das ist auch gut so.
Was man übrigens jetzt mit mit Gülle und Mist auch machen kann, ist natürlich, dass wir Aufträge annehmen und dann also Düngeaufträge annehmen und dann die Felder für andere Landwirte halt düngen und dafür die Bezahlung halt bekommen. Also so in Form von Lohnunternehmen. Kann man auch machen. Je nachdem, wie groß das Feld ist, lohnt sich das. Vielleicht lohnt sich das irgendwann mal, wenn wir eine Biogasanlage haben und extrem viel extrem viel Düngemittel halt haben. Also Gärreste. Dann kann man das auf jeden Fall gut machen. So, jetzt haben die auf jeden Fall schon mehr. Jetzt muss ich mal eben gucken. Ja. Wir könnten jetzt auch... Nee, ich würde sagen, wir warten einfach noch einen Monat. Ich muss mal eben was gucken, weil das interessiert mich jetzt doch, weil... Wir haben ja jetzt die Molkerei gekauft. Was heißt das eigentlich jetzt für die Milch? Kann ich die jetzt gar nicht mehr verkaufen? Oder gibt es noch einen anderen Anlaufpunkt für Milch? Ach ja. Bäckerei. Molkerei. Ja, welche Molkerei ist damit gemeint? Ach, das ist natürlich Quatsch. Weil das gibt es ja nicht mehr. Ich verkaufe ja nicht an mich selber die Milch. Das ist ja Quatsch. Supermarkt und Süßwaren. Okay. Ja, weil da müssen wir gleich mal gucken. Weil, nächsten Monat... Oh. Ah, voll reingefahren. Ja, die KI ist manchmal ein bisschen komisch. Die fährt extrem schnell. Und kommt dann nicht mehr zum Stehen hier. Oh. Aha. Okay, jetzt hat so viel geschneit, dass jetzt auf einmal Schnee liegt. Das sah jetzt zwar nicht so cool aus, aber ja, jetzt seht ihr mal, wie das aussieht, wenn es so richtig geschneit hat. Finde ich sehr cool. Ja. Ja, Dezember halt, ne? Hat auf jeden Fall was. Und was auch cool ist, das Fahrverhalten ist auch so ein bisschen anders. Oh, ja. So, ich komme weniger zum Stehen einfach. Ja. Schon 17.000 Liter Mist. Ja, das sieht echt cool aus so. Ja, aber wir können jetzt, wie gesagt, in den Wintermonaten nicht zu viel machen. Was ich übrigens euch auch noch mal zeigen wollte, wir haben ja im August angefangen. Gewisse Zahlen, die hier stehen, verstehe ich nicht ganz, weil Land verkauft 1.376.000 haben wir nie selber gemacht. Also das muss ja irgendwie... davor jemand gemacht haben, also ich denke der Mordor irgendwie, das kann nicht von mir kommen. Was aber von mir kommt, ist auf jeden Fall die Einnahmen von der Ernte im August, 405.000 Euro, also dann September 427.000 und Oktober 473.000, so, also fast immer eine halbe Million
pro Monat durch die Ernte gemacht. Das ist schon viel Geld. Und normalerweise verkaufte Produkte. Ja, das ist nämlich auch so. Das dürften jetzt auch Einnahmen sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das. Ja, verkaufte Produkte könnte sein, dass damit jetzt hier Käse und Butter so gemeint ist. Ich glaube wohl. Dezember ist ja jetzt und bislang sind 2538 Euro, die wir bislang verkauft haben. Aber wenn ich jetzt schlafe, ist ja sozusagen der Dezember rum und wir landen dann im Januar. Das machen wir jetzt mal. Und dann müsste normalerweise ja wieder eine Erhöhung des Geldes da sein, weil wir ja immer mehr Milch verkauft haben, beziehungsweise dorthin gebracht haben. Ja, 65.000 Euro, das ist schon echt ganz gut. Was sagt er mir jetzt hier? Ja. Okay, im Dezember haben wir 10.887 gemacht. Ja, ist auf jeden Fall schon mehr. Jetzt gucken wir mal hier. Er hat auch noch ein bisschen was. Also das sieht man jetzt, wenn es um die 6.000 Liter in der Molkerei sind, dann hat er den ganzen Monat noch was. Das ist cool. So, aufmachen, einladen. Wie viel haben wir? Ja, 5.640. Jetzt ist die Frage. Deswegen habe ich jetzt vorhin auf die Preise bei der Milch geguckt. Jetzt kann man natürlich hier gucken, weil das hat so seinen Höhepunkt im Moment. Hier bei Süßwarenfabrik bekomme ich sogar so viel. Und ich könnte das jetzt natürlich auch dahin bringen. Wir machen das jetzt einfach mal. Wir fahren da jetzt mal hin. Ich weiß gar nicht, wo das sein soll. Ach, da hinten. Okay, das sieht ein bisschen unheimlich aus, was ich da gerade sehe. Weil die Markierung irgendwie so ein bisschen hinter die Berge da hinten verbuggt. Aber gut. Hier auf der Straße liegt kein Schnee. Okay. Dann wurde wohl gut geräumt und gestreut. Wie komme ich da hinten jetzt hin? Hier reinfahren? Ich glaube wohl, ne? 30er-Zone, okay. Ja, jetzt verkaufen wir das mal hier und gucken mal, wie viel wir dafür bekommen. Dreizehntausendachtundachtzig. Ja, gut. Es ist ungefähr so viel wie für Käse und oh, wo bin ich jetzt? Käse und Butter. Das müsste eigentlich in der Bilanz jetzt auch auftauchen. Und zwar hier, ja, da verkaufte Milch für 13.088 Euro. Ja. Ihr wisst ja, dass in dieses Milchfahrzeug, in den Anhänger, 28.000 Liter reinpassen. So. Und wir haben aber jetzt
erstmal nur 5.000 bis 6.000 Liter Milch verkauft. Und das zu einer Jahreszeit, wo der Kurs für Milch sehr hoch ist. Jetzt könnt ihr euch ja selber vorstellen, was das bedeutet, wenn wir so ein ganzes Fass voller Milch jetzt im Januar verkaufen würden, bei den Preisen von 2.320 Euro. So, also das, da geht man dann schon auch irgendwie mit, ja, 70, 80, 90.000 Euro dann nach Hause. Das ist schon nicht schlecht. So, das ist auch auf jeden Fall wieder eine coole Sache. Die Reifen, die werden langsam mit dem Schnee so ein bisschen bedeckt oder nehmen so ein bisschen die Farben vom Schnee an. So, ja, die essen ganz schön schnell, die Kühe. Richtig schnell. Aber gut. Dürfen sie ja auch. Machen ja auch dann vieles andere, was uns auch wieder einen Nutzen bringt. Wie beispielsweise eben der Verkauf von Milch oder die Sache mit Gülle und Mist, die wir ja letztendlich, wenn wir eine Biogasanlage haben, auch in Geld umwandeln können. So, liegt immer noch Schnee oder ist es jetzt vorbei? Ne, liegt immer noch Schnee. Okay, also sonst war jetzt diesen Monat natürlich nicht mehr so viel. Wir können aber jetzt trotzdem mal Fahrzeuge holen. Oh, mehr Milch gibt's aber jetzt nicht, oder was? Bei dem Betrag 5.640 Liter hatten wir, meine ich, vorhin auch gehabt. Aber gut. Ja, weil jetzt ist es so, da können wir auch nochmal nachgucken. Jetzt fällt der Preis wieder runter. Wir haben ja jetzt Februar und im Januar war, sage ich mal, der Preis am höchsten. Jetzt fällt er wieder runter. Deswegen würde ich, wie gesagt, jetzt nichts mehr verkaufen und Milch tatsächlich, wenn überhaupt, nur im Januar verkaufen. Ansonsten würde ich euch raten, dass ihr weiter, sage ich mal, eure Molkerei dafür nutzt. So, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Also ein Fahrzeug haben wir auf jeden Fall raus. Wir werden im nächsten Monat ein Joskin Güllefass kaufen. Das ist erstmal so ein bisschen so ein Standard. Finde ich persönlich nicht schlecht. Ist aber, was Precision Farming angeht, jetzt nicht der Vorreiter, weil der so einen Sprühteller, sage ich mal, ja noch hat und das ist ja so gesehen gar nicht mehr erlaubt und außerdem kann man da auch nicht adäquat, sage ich mal, die Gülle aufs Feld bringen. Das heißt, selbst wenn ich hier vorne diese Pflanzen, den Pflanzensensor dran habe von Isaria, der sagt mir zwar genau, welche Pflanze wie viel dann braucht, aber mit einem Sprühteller kannst du halt nicht einstellen, wo die Gülle genau hinfliegen soll. Das geht tatsächlich über andere Verteilsysteme, die aber an dem Fass dann aber nicht funktionieren. Deswegen ist es, sage ich mal, jetzt ein bisschen ja, kontraproduktiv, aber für den Anfang reicht es völlig aus. Und wir düngen ja, wie gesagt, auch Wiesen und dafür ist das erstmal okay.
Ja, ich möchte mich an dieser Stelle auf jeden Fall herzlich bedanken fürs Zugucken und ich werde hier auf dieser Map demnächst weiterspielen und euch von meinen Erlebnissen hier weiter ja, berichten. Ich werde mit Sicherheit auch nochmal andere Maps spielen, so nicht, aber die Map finde ich auf jeden Fall sehr nice. Und wie ihr seht, habe ich ja jetzt auch hier auch schon so einiges eingerichtet. Der Hof wird auch jetzt demnächst wirklich sehr viel voller werden. Und das ganze Gefühl, das was passiert, dass man jetzt viel Geld mitmacht und der ganze Spielspaß, der wird demnächst jetzt nochmal immens steigen. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. We'll be right back.